Erstens bin ich unsterblich und meine Devise im Leben ist, es fängt mit mir an und es hört mit mir wieder auf. Bums. Er ist eine Ikone. Von Paris aus hat er mit Pferdeschwanz und Sonnenbrille die Welt erobert. Heute ist Karl Lagerfeld der wohl bekannteste Deutsche auf dem Planeten. Karl ist für mich ein Jahrhundertmensch. Unerschöpflich in seinen Ideen, präzise wie ein Uhrwerk. Ich wundere mich selber, ne? Dass ich nicht allein über die Straße gehen kann und pro Tag ein Porträt, eine Puppe, eine Karikatur, eine Zeichnung geschickt kriege von irgendwelchen Leuten. Das ist irgendwie phänomenal. Karl Lagerfeld, allgegenwärtig und doch unnahbar. Das ist sehr eigentümlich. Es hat Vorteile und Nachteile. Nachteil ist, man kann nicht auf die Straße gehen, die Leute verfolgen einen überall. Bon. Aber man kann, wie man hier so sehr elegant sagt, nicht die Butter und das Geld von der Butter haben. Also, ich heiße auch nebenbei nicht mehr Lagerfeld, ich heiße jetzt Logofeld. Und Sie verstecken sich selbst hinter der Brille, weil Sie nicht beobachtet werden wollen. Ja, ich will auch den Gesichtsausdruck nicht zu sehr dem Publikum offenbaren. Denn wir sind die kurzsichtigen Leute, die haben oft etwas traurige Augen. Und dann sieht man so beinahe aus wie ein Hund, der adoptiert werden möchte oder sowas. Ne? Und das, da muss man die Brille 2-3 Stunden abnehmen, damit das nicht mehr so aussieht. Und das mitleiderregende, netten Blick, das ist wirklich etwas, was ich nicht haben will. Und den Eindruck, den ich nicht geben will, das entspricht nämlich nicht der Realität. Im Hauptberuf ist er immer noch ein Mann der Mode. Jedes Jahr entwirft er eine Kollektion nach der anderen, ohne Pause. Aber das Wort Modeschöpfer hasst er. Und es wäre auch weit untertrieben. Karl macht keine Trends, Karl ist Trend. Wenn Karl etwas macht, dann guckt die Welt hin. Und all die Bilder, die wir aufnehmen, weil sie auch so stark sind, bleiben natürlich. Und ich behaupte, ich kann sehen, wann jemand geguckt hat, was Karl gemacht hat. Einer der einflussreichsten in der Welt der Mode zu sein, auch das ist ihm nicht genug. Wenn man mit einem anderen Künstler arbeitet, dann ist er ein Maler und der Maler malt halt oder macht vielleicht von Zeit zu Zeit ein Buch oder ein Fotograf ist ein Fotograf, ein Schriftsteller ist ein Schriftsteller. Bei ihm mischt sich das alles ab und er macht auch tatsächlich alles gleichzeitig. Karls Idee für die aktuelle Chanel-Schau, das ehrwürdige Grand Palais in Paris zum gigantischen Supermarkt umzugestalten. Für ganze 20 Minuten, die Schau dauern wird. Wenn sich schon alles auf dieser Welt um Konsum dreht, dann soll das einfach mal richtig gefeiert werden. Und zwar mit viel Selbstironie. In diesem Supermarkt ist einfach alles von Chanel. Vom Ei bis zur Banane, von der Schokolade bis zum Salz. Aber wenn Karl kommt, ist er die Sensation. Konsum, für Karl Lagerfeld das wichtigste Zeichen unserer Zeit. Das ist ein gewisser Kulturersatz. Das ist die Kultur unserer Epoche, da kann man nichts gegen machen, man soll das auch nicht kritisieren. Wir müssen uns der Epoche anpassen. Die Epoche passt uns, sich uns nicht an. Wenn es ihnen nicht passt, dann sind sie depassé. I nigga dead, I slap my girl. Haben wir das auch mit Absicht gemacht, dass wir 500 Produkte entworfen haben, die nicht existieren, wo wir die Namen und die Etiketten entworfen haben. Und hier sind über 100.000 Flaschen und Dosen. Wenige Minuten vor der Schau. Das Fieber steigt. Und dann geht es los. Die Kreationen, das Ergebnis harter Arbeit über Monate, werden dem begierigen Publikum präsentiert. Und als krönender Abschluss der Zeremonienmeister.
die Mode als solche, wenn man sie macht, das hat ja was von Notensätzen. Sicherlich, da ist genau wie Noten, es gibt so und so viele Elemente und mit diesen Elementen müssen Sie Ihre eigene Musik machen. Kammermusik oder Volkslieder, das kommt drauf an. Und ich habe eine ganz gute Kultur in klassischer Musik. Meine Mutter war eine sehr gute Geigenspielerin. Und als Kind musste ich die Saiten umdrehen für diese Studien für die Geige alleine. Das ist das Längste, was es gibt. Und dann hatte sie so Platten. Das waren Quatuors und da fehlte die Geige und sie spielte die Geige in die Platte. Und dann musste ich die Platten umdrehen. Denn diese Platten damals, das dauerte gar nicht so lange. Aber es hat mir eine anständige Musikkultur gemacht. Haben Sie Klavierspielen gelernt? Wie nein, jeder ja, ein Jahr lang. Und er hat gesagt, du hast keinerlei Talent und hat mir den Klavierdeckel auf die Finger geschmissen und gesagt, zeichne, das macht weniger Lärm. Da hat sie ja recht gehabt. Eigentlich wollte er Karikaturist werden. Diesen Kindheitstraum hat er sich inzwischen erfüllt. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung spießt er mit dem Zeichenstift regelmäßig aktuelle Themen aus der Politik auf. Ich will alles wissen, alles sehen, alles kennen, aber ich will nicht unbedingt beteiligt sein. Ich kann mich überall adaptieren und gehöre überall zu und nirgendwo hin. Das ist seine Gabe. Offen sein für alle Einflüsse, wie ein Kind, das alles zum ersten Mal wahrnimmt. Aber woher kommt die Inspiration für seine ungezählten Entwürfe tatsächlich? Ich versuche, irgendwas zu finden. Ich stelle keine Fragen, ich versuche, mir Antworten zu geben. Das klingt sehr prätentiös, dann will ich das so nicht sagen. Ich kann das nicht formulieren, ich kann das eben nur Ausdruck in der Form von Kollektionen, Fotos und Zeichnungen. Aber nicht in einem abstrakten Satz, wo man, wenn man mit Worten gut umgehen kann, sagen kann, was man will. Ne? Manchmal kommt es in Träumen wahrscheinlich. Ja, selbst in Albträumen. Ne? Aber meistens im Morgengrauen, kurz vorm Aufwachen. Aber da kann man nicht mit rechnen. Man kann sich nicht hinlegen und sagen, mir wird schon was einfallen. Man muss ab und zu auch schon mal ein bisschen sich Mühe geben und für einen Papierkorb arbeiten. Ich arbeite viel für einen Papierkorb. 90% und mehr von dem, was ich mache, geht direkt in den Papierkorb. Das ist aber auch sehr wichtig. Und ich hebe selber ja auch nichts auf. Wenn die anderen nicht all die Archive hätten, ich habe nichts. Nee, ich interessiere mich nur, was ich jetzt machen werde. Was ich gemacht habe, ist okay, aber da denke ich nie dran. Wie aus einem anderen Leben. Ganz da hinten, wo der Leuchtturm steht, wo das weite Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und dort ist... Sein Leben begann hier, in Hamburg-Blankenese. Es ist eine Welt der stattlichen Villen und gepflegten Parks, in der Karl Lagerfeld aufwächst. Die Welt der Hamburger Reeder und Kaufleute, die man hier Pfeffersäcke nennt. Auch sein Vater als Dosenmilchproduzent Marke Glücksklee gehört dazu. Eine sorglose Kindheit, aber auch eine glückliche. Ich hasste, Kind zu sein. Ich fand das erniedrigend, wenn Leute, meine Eltern besuchen, sagen, ja, wie geht's denn in der Schule? Den drehte ich gleich den Rücken zu. Denn sowas Dummes kann man mit Kindern ja nicht machen. Ich meine, ist ja grauenhaft. Darum kann ich selber gut mit Kindern umgehen, weil ich ja weiß, was man nicht hören will. Und man muss sich da irgendwie anders für interessieren. Aber es ist eine andere Epoche. Heute haben Kinder eine ganz andere Rolle, die auch nicht immer unbedingt gut ist, weil sie beinahe zu sehr im Mittelpunkt sind. Ich musste mir Mühe geben. Zum Beispiel musste ich als kleines Kind Französisch lernen und Englisch, weil meine Eltern, wenn ich nicht zuhören sollte, Englisch oder Französisch sprachen. Und so habe ich schon, bevor ich zur Schule ging, Englisch und Französisch gelernt. Das halte ich für sehr gut. Heute ist das normal, dreisprachig zu sein, aber damals war es nicht. Ich habe noch ein bisschen Italienisch dazugelernt, aber da habe ich mir nie große Mühe gegeben. Was haben Sie gespielt? Gezeichnet und gelesen. Ich habe in meinem Leben noch nicht was anderes gemacht. Spielen hasse ich. Alles, was Spiel ist, also Kartenspiel, Casino. Ich hasse Spiel. Hä? Ich bin spielerisch, aber ich spiele nicht. Und da hatte ich, bevor meine Haare mit der Pubertät lockig wurde, hatte ich ganz so eine dumme Frange. Dieses Tüchlein mit dem... Denn in Norddeutschland, da hatte keiner österreichische Kleidung, also fand ich das toll. Ne? Ich wollte vor allen Dingen nicht aussehen
wie die anderen Kinder. Aber ich habe kurze Hosen schnell aufgegeben, weil ich fand, das war kindisch. Das war, fand ich degradierend. Er war damals schon ein bisschen anders als unsere anderen Jungs, sag ich mal. Er fiel auf. Aber er fiel nicht unangenehm auf, sondern er war halt was Besonderes. Bisschen anders angezogen als unsere anderen. Ja, und immer längeres Haar auch. Ja. Nicht eine andere Frisur als zum Beispiel unsere Jungs, sag ich jetzt mal. Immer schon eine längere Haarpracht, ja. Schon eine Fliege, weißes Hemd und schwarze Jacke. Also die. Und dann sagte meine Mutter zu mir, ich hätte zu große Nasenlöcher, sie müsste einen Tapezier anrufen und er könnte mit der Gedienen vorgebracht werden. Und meine Haarfarbe, die so ein bisschen Mahagoni, sagt sie, ja, du siehst aus wie eine alte Kommode. Ich hatte so rote Lippen, dass mir mal der Lehrer in der Schule ein Taschentuch über den Mund gewischt hat, weil er dachte, ich hätte Lippenstift, was aber nicht der Fall war. Da hat meine Mutter denen einen skandalösen Brief geschrieben, dass wir unerlaubt sowas überhaupt zu machen. Hm? Die Schleife, die war gestreift. Ja, so war das ungefähr. Was für deutsche Verhältnisse sehr lang war. Und in der Schule, da sagte immer so ein dummer Lehrer, schneid deine Haare ab. Das kommt gar nicht in Frage. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich gehe nie einen Lehrer besuchen. Wenn du sitzen bleibst, ist mir Wurst. Das Peinliche ist für dich, mir ist das egal. Gute Methode, ne? Naja. Und eines Tages kommen wir vom Zahnarzt. Und Zahnarzt in der Kleinstadt auf dem Lande in 50er Jahren, das war nicht das Tollste. So Ende der 40er, 50er, so ungefähr. Da kommt der gute Mann auf meine Mutter zu. Und da sagt er zu ihr, Frau Lagerfeld, ich freue mich, Sie zu sehen. Sie kommen ja nie zu uns. Können Sie Ihrem Sohn nicht mal sagen, er soll die Haare abschneiden? Und da hat meine Mutter etwas gemacht. Ich bin 1000 Jahre alt, werde ich nicht vergessen. Ist sie an den Mann rangegangen, hat den Schlips genommen, ihn ins Gesicht geschmissen und gesagt, wieso? Sind Sie noch Nazi? Das fand ich toll. 1943. Karl, eigentlich auf Karl Otto getauft, ist jetzt 10 Jahre alt. Es ist Krieg. Im Juli werfen hunderte Flugzeuge bei Großangriffen Brand- und Sprengbomben auf Hamburg. Die Zerstörung erreicht ein ungeahntes Ausmaß. Die Familie Lagerfeld bekommt davon so gut wie nichts mit. Man ist in Sicherheit, weit vor den Toren der Stadt. Schon in den 30er Jahren hat der Vater das Landgut Bissenmoor in Schleswig-Holstein gekauft. Und Karl verbringt den größten Teil seiner Kindheit in einer Kleinstadt-Idylle. Wissen Sie, wo ich meine Kindheit zum großen Teil verbracht habe? In Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein. Ne? Das Niveau vergessen wir mal. Ne? In einer Dorfschule, wissen Sie, mit alkoholischen Bauernkindern von Eltern, die kamen aus der ersten Klasse, wurden die entlassen teilweise und so. Da waren zwei, drei, die waren okay, aber der Rest. Ein Außenseiter ist er nicht. Er gilt als großzügig, verleiht gern seine Karl-May-Bände an die Klassenkameraden. Die gewöhnen sich schnell daran, dass er sich etwas anders kleidet und auf Schulausflügen ins Grüne gern Krawatte trägt. Während des Unterrichtes, er saß direkt hinter mir, dann guckte man sich um. Na, Karl Otto, was machst du denn da hinten? Dann war er wieder am Zeichnen. Und der Rief lief vorne, ganz egal, was es war. Er zeichnete. Karl Otto zeichnete. Das ist so, wie es in meiner Kindheit war. Und hier waren so Gitter, da ging das in den Garten. Und hier waren so Riesenbäume. Und hier war so eine gepflasterte Auffahrt. Und hier standen zwei Sockel mit riesen Blumensachen. Und hier war ein Beet mit Blumen. Und hier war so eine Buchsfeld, ich weiß nicht mehr. So war das. Und hier war so ein Erker. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind da gesessen habe. Das war das Damenzimmer, wie man das früher sagte. Ne? Mein Zimmer war das hier oben hier. Auf dem riesen Balkon. Das war das Zimmer einer meiner Schwester, das war das Zimmer meiner Mutter, das war von meinem Vater, war da hinten. Das war das Esszimmer und da stand ihr Schreibtisch drin. Und irgendwie habe ich mir gesagt, eines Tages wirst du mal weltberühmt sein. Und da war ich vielleicht 5, 6 Jahre komisch. Ne?
In der Kunsthalle seiner Geburtsstadt Hamburg eröffnet er, der Weltberühmte, eine Ausstellung. Es geht um die Musen von Anselm Feuerbach, der im 19. Jahrhundert ein bedeutender Maler war, und um die Musen Karl Lagerfelds. Beide stehen für die Suche nach der klassischen Schönheit. Die Idee von der klassischen Schönheit ist im Grunde dem Modewechsel nicht so unterlegen wie die Schönheit in Bezug auf Mode und all sowas. Das ist irgendwie die Basis von allem, ne? Der Ausgangspunkt. Ne? Aber zu dem die Leute immer irgendwie mehr oder weniger zurückkommen. Ne? Das Tolle an der sogenannten klassischen Schönheit der Jugend ist, dass es etwas sehr Kurzlebiges ist, etwas sehr Ephemeres. Ne? Das ist kein Dauerzustand. Baptiste Jabiconi war in den letzten Jahren Lagerfelds wichtigste Muse. Er ließ sogar eine Skulptur anfertigen. Auch die Models Inès de la Fressange, Claudia Schiffer und Linda Evangelista inspirierten ihn zu immer neuen Kreationen. Aber Baptiste schien ihm besonders nah zu sein. In meinem Fall sind Musen Subjekten, aber keine Lebenspartner. Und er war in den Jahren, vor 4, 5 Jahren, wirklich mit 18, 19, irgendwie eine Idealfigur in der Beziehung, dass er wirklich aussah, wie die Leute sich eine moderne Version von antiker Schönheit vorstellten. Das hatte sich geändert, jetzt ist er erwachsen, das kann man nicht mehr vergleichen. Und damals war er auch Model Nummer 1 in der Welt. Das hat aber alles aufgegeben, weil er lieber Sänger werden wollte. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Und das ist natürlich eins meiner Lieblingsfotos, die ganze Szene dahinter. Ja, wir wissen, mit den 7 Bauern. So lernten die Griechen schwimmen. Ach so, als Kuhhirten, oder? Nein, die hielten sich an der Kuh fest, bis sie schwimmen konnten. Ach so. Ich liebe Kühe, ich sammle Bilder mit Kühen. Ich liebe Kühe, ich habe tolle Sachen mit Kühen. Hm? Als Kind hatten die eine Werbung für die Glückslieder, sagt die Milch der glücklichen Kühe. Und ich wurde als Kind oft die glückliche Kuh genannt. Nicht mal Bulle. In der Hamburger Kunsthalle hört er dem redseligen Direktor geduldig zu. Aber seine Gedanken sind ganz woanders, in der Vergangenheit. Hier in der Kunsthalle war für ihn eine Schule des Sehens. Wer einem Genie wie mir nicht folgt, der muss ja in der Gosse landen. Ula, der war ein bisschen wie eingebildet. Sehr eingebildet, ja. Anstatt zur Schule zu gehen, ging ich dahin. Die besten, die wir hatten, das war die Nana von Manet. Das war ein Porträt von Marcel Lander von Toulouse-Lautrec. Und ein ganz früher Renoir mit einer Frau auf dem Pferd mit so einem Groom im Bois de Boulogne beim Reiten. Mhm. Mein Fall war alles, was französisch war. Genau. Hm? Das wollte ich. Und da wollte ich hin. Und darum habe ich auch Französisch als Kind gelernt und so. Das hätte ja nicht zur Schule gehen können. Und ich sagte mir, hier muss ich raus. Ich fand Hamburg okay. Aber das entsprach nicht meiner Vorstellung. 1950 besucht er in einem Hamburger Hotel diese Modenschau, auf der eine Kollektion von Christian Dior aus Paris vorgeführt wird. Der New Look, den er hier sieht, fasziniert ihn. Jetzt steht der Entschluss endgültig fest. Er will nach Paris Mode machen. Damals ist er gerade 17. Als Assistent der großen Modeschöpfer Pierre Balmain und Jean Patou wird er sich erste Lorbeeren verdienen. Noch vor dem Abitur, das er nie machen wird, ist Karl allein in die Stadt an der Seine gezogen. Perfektioniert sein Französisch und erlebt intensiv das Paris der 50er Jahre. Das war den Banner wie verrottet. Und dieser Geruch von den verrotteten Mülleimern, wenn sie an diesem Porte-Cochère vorbeigingen, ist ein Geruch, den ich nie wieder gefunden habe. Heute gibt es das gar nicht mehr. Das war irgendwie grauenhaft. Aber das war eben Paris. Und die Leute sagten zu meiner Mutter, wissen Sie, ihr Sohn wird sich verlieren. Und meine Mutter sagt, wissen Sie, es gibt Leute, die sind da, um sich zu verlieren und andere nicht. Und er gehört zu der Kategorie, die sich nicht verliert. Er weiß genau, was er will, sonst wird. Und ich am Anfang, man darf auch nicht vergessen, mein Vater hatte ein Büro in Paris. Paris, Hamburg ist nicht so weit, auch damals nicht. So schlimm war das nicht. Und ich habe einen Überlebensinstinkt als Kind gehabt, da kann ich Ihnen mal sagen. Das war Beton.
Da war nicht das geringste Danger oder die geringste Gefahr, dass dem etwas passieren könnte. Und vor allem, es war auch nicht gefährlich damals. Sie konnten auch mit 18, 17, 18 nachts auf die Straßen gehen und so über die Champs-Élysées. Heute ist das alles unmöglich. Aber Paris war irgendwie ein sympathisches Dorf, wie beinahe noch in den Filmen vom Vorkrieg. Ne? Das hat sich hinterher geändert. Ich war kein Mutterkind. Ich meine, ich fand meine Mutter toll. Aber ich finde grauenhaft Eltern, die ihre Kinder immer hinter denen her sind. Und puh, entsetzlich. Ne? Und mein Vater, der lebte in einer anderen Welt. Der war in seiner Dosenmilch 100% und den Rest interessierte ihn weiter gar nicht. 57% des Markes, das war sein Minimum. Und das andere interessierte ihn nicht. Es gibt oft Leute, die sagen, ja, ob ich Unterhaltung mit meinem Vater gehabt oder ob ihr mir Rat. Außer ich möchte ein neues Auto oder eine neue Garderobe, habe ich mit meinem Vater weiter nie gesprochen. Obwohl er reizend war. Nur er war nicht so witzig wie meine Mutter. Er hat eine sehr perfekte Nase. Ziemlich dicke Augenbrauen. Und schneeweißes, welliges Haar. Und immer Ohrringe mit einer Perle, drei Diamanten und einer Perle. Und auf Fotos hatte sie immer was Arrogantes, was sie im Leben aber überhaupt nicht hatte. Wenn man so die Bilder sieht und so manchmal, die wäre es total humorlos gewesen. Was aber, weiß Gott, nicht der Fall war. Und sie hatte wunderbares weißes Haar, das nicht wie meins, wo ich Puder drauf tun muss, damit das anständig weiß aussieht. Denn meins ist normalerweise, wie meine Mutter sagte, ist wie Kuhschwanz, wie da ein bisschen weißes Haar reinkam. Auch wenn man Kühe gerne macht, möchte man nicht unbedingt wie ein Kuhschwanz aussehen. Ja, so. Das ist so wie in meiner Kindheit, wie in meiner Kindheit war. Die Mutter ist stolz auf Karl, der in Paris erste Erfolge feiert. Bei einem Wettbewerb gewinnt Yves Saint Laurent 1953 den dritten Preis für den Entwurf eines Cocktailkleides. Karl Lagerfeld, gerade 20 Jahre alt, macht den ersten Platz mit dem Entwurf für einen Mantel. Damals wird Yves Saint Laurent zum Freund und zum ewigen Konkurrenten. Toll war der. Toll war. Bis 78, so also nachher, immer in der Vergangenheit und immer Proust und all das. Okay, aber wir sind in der Mode. Ne? Lagerfelds Karriere nimmt jetzt Fahrt auf. Wortgewaltig ist er damals schon und er wird immer französischer. 1967 beschwört er den Total Look, die Einheit aus Kleidung und Accessoires. Die Nächte verbringt er gern in Saint-Germain-des-Prés, in den Cafés, Plattenläden und Buchhandlungen. Damals beginnt er seine Privatbibliothek aufzubauen, die heute 300.000 Bände umfasst. Er ist mit Marlene Dietrich befreundet, wird zum Ratgeber für ihre Bühnengarderobe und Chefdesigner bei Chloé. Seine Kollektionen für das Modehaus setzen wichtige Trends für die 70er Jahre. Die Zeit der opulenten Farben und Muster. Schon damals reicht Karls Horizont weit über die Mode hinaus. Er weiß alles über Kunst und Design und lässt sich von seinen Mitarbeitern berichten, was es da draußen Neues gibt. Auch neue Materialien für die Kleider, die er entwirft, interessieren ihn. Wenn man Kleider macht, die macht man ja auch nicht aus Papier, da muss man ja auch das Material haben. Und da habe ich angefangen, mehr und mehr auch am Material zu arbeiten. Das heißt, die Stoffentwicklung, denn das ist ja sehr wichtig, ob man steife Stoffe will oder softe Stoffe oder so. Auch die Farben, da man ja jahrelang im Voraus wissen muss, was kommt, was man will.
um Versuche zu machen, um Zeit zu haben, um die Dinge zu entwickeln. In all diesen drei Berufen, die er so liebt, steht am Anfang immer die Materialauswahl. Stoffe auswählen, welches Medium wird in der Fotografie verwendet, ist es die Daguerreotypie, ist es ein Siebdruck, ist es ein Gelatine Silverprint und bei den Büchern natürlich erst recht, welches Papier kommt zum Einsatz, welche Druckfarbe und ob Sie das glauben oder nicht, erkennt sich da tatsächlich aus. Also das ist nicht so, dass da ein Amateur zu einem Druckfachmann spricht, also wir begegnen uns da auf Augenhöhe, wenn wir über eine Formel reden, wie ein bestimmtes Buch drucktechnisch umgesetzt wird. Der Katalog für die nächste Chanel-Schau entsteht. Am Rande der Hamburger Ausstellung, in einem spontanen Meeting, kontrolliert Lagerfeld jedes Detail. Die Mitarbeiter nutzen jede Sekunde, die sie bekommen. Karl vergibt keine festen Termine. Basiert auf dem Labrusch. Genau. Oder mit dem Holz. Und mit der Schrift. In Gold geprägt. Er ermüdet einfach nicht. Man kann morgens um 5 mit ihm arbeiten. Man entwickelt Ideen, tagsüber macht man Korrekturen und abends um 22 Uhr ist er immer noch genauso frisch. Und wenn man eine Frage hat und eine Antwort braucht, bekommt man sie präzise. Das ist das Dossier Presso. Außen brillant, glänzend. Ist das brillant? Die Dossier Presso? Die Mappe? Dossier Mappe? Für die Prêt-à-porter gibt es keine Mappe. Das ist das Dossier de Presse. Ah ja, die Einladung, wie ist die? Die Einladung ist matt. Das ist matt. Also ich habe zum Beispiel letztlich mal eine Abstraktion eines Bildes falsch rum an die Wand gehängt und dann hat er mich gerufen und hat gesagt, schauen Sie mal genau hin, sehen Sie was? Und ich sage, na, eigentlich nicht. Und er sagt, das hängt falsch rum. Sage, oh. Und dann sagt er, das kommt vom Rotwein trinken. Ein bisschen schlanker machen. Natürlich kostet das alles Kraft. Wenn er in Europa unterwegs ist, schwebt er, der keine Pause kennt, im Privatflieger ein und verlässt den Ort des Geschehens so schnell wie möglich, um nachts wieder in Paris zu sein. Im Grunde habe ich nicht das Bedürfnis, so viele Leute zu sehen. Ich bin begeistert, wenn ich zu Hause bin mit meinem Zeichenpapier und all meinen Büchern und so. Das ist für mich das Aufregendste, was es gibt. Ich habe genug Flugstudien hinter mir, dass ich das in Ruhe machen kann. Seine Vertrauten begleiten ihn. Und dann wird er wieder allein sein. Niemand hat Zutritt zu Karls puristisch eingerichteter Wohnung, außer dem Personal und seiner derzeitigen Lebensgefährtin, der Katze Choupette, die inzwischen selbst zum Star geworden ist. Das ist meine Natur, wissen Sie. Ich bin im Grunde sehr puritanisch. Sehr, sehr, sehr. Das kommt wahrscheinlich von einem Selbsterhaltungstrieb, was weiß ich. Aber wissen Sie, ich bin ein verdienstloser Tugendpinsel. Ich habe nie Alkohol getrunken, ich habe nie geraucht und ich habe nie Drogen genommen. Irgendwie war ich immer ein Außenseiter, aber deswegen habe ich auch besser überlebt wie die anderen. Diese anderen beobachtet er in den 70er und 80er Jahren in Clubs wie dem Palace, wo sie die Nacht zum Tag machen und wo eine neue Libertinage eingezogen ist. In den Pariser Nächten lernt er auch Jacques de Bachère kennen und lieben, einen jungen Dandy aus der besseren französischen Gesellschaft, für den sich zeitweise auch Yves Saint Laurent interessiert. Er stellte irgendwie eine Figur von französischer Eleganz und französischer Kultur, die Franzosen sonst nicht mehr darstellen. Er war unmöglich, sage ich Ihnen gleich. Und die Ideen waren schwer zu verteidigen. Aber da war irgendetwas, was sehr französisch im guten Sinne war, auch mit allen Nachteilen in seinen politischen Ideen und so weiter. Aber das war eine große Liebe. Ja, aber nicht in dem Sinne, wie Sie das meinen, denn sonst wäre ich ja nicht mehr da, denn er ist ja an AIDS gestorben. Ne?
Das war mehr Vater und Sohn, denn er war ja viel jünger wie ich. Das ist das Eigentümliche an der Geschichte. Ich bewundere Leute, die sich selbst zerstören. Persönlich bin ich dabei nicht für begabt. Aber ich bin auch kein Retter. Jeder ist der Meister seines eigenen Schicksals. Und jemand hat ja auch gesagt, das Wichtigste im Leben ist nicht, wie man sich retten soll, sondern wie man sich verlieren soll. Aber dafür bin ich nicht begabt. Nein, aber Sie haben Jacques trotzdem begleitet, als er starb. Ja, das ist doch selbstverständlich. Das ist doch selbstverständlich. Das soll nicht heißen, dass ich ein eiskalter Mensch bin, der nur an sich denkt. Im Gegenteil. Je besser Sie mit sich selber leben, je besser können Sie sich um andere kümmern. 1977 dreht Jacques de Bachere den wohl ersten abendfüllenden Modefilm aller Zeiten über eine Kollektion für Fendi, entworfen von seinem Lebensgefährten Karl. Der sieht den Film zum ersten Mal nach 37 Jahren wieder und ist sichtlich bewegt. Erinnerungen kommen zurück an eine große Zeit und eine große, aber unmögliche Liebe. Es war unerträglich, tragisch, sagt Karl, natürlich auf Französisch. Nachts ging er immer nur aus. Zum Arbeiten war er nicht geschaffen, nicht wie unsereins. Der Film wird im Rahmen einer Ausstellung im Münchner Haus der Kunst gezeigt, die am selben Abend eröffnet werden soll, genau wie die neue Fendi-Boutique in der Maximilianstraße. Dort wartet die Münchner Schickeria seit einer Stunde auf Karl, wie ihn hier alle nennen, die ihn noch nie getroffen haben. Karl ist der Film seines Freundes wichtiger. Die Gäste sind aufgeregt, die Veranstalter ratlos. Der Zeitplan ist völlig durcheinander geraten. Wie lange muss man auf Sie warten? Ja, immer lange, aber wissen Sie, weil ich zu viel Sachen mache. Im Grunde sollte ich nie mehr Rendezvous nehmen, weil ich einfach mit 24 Stunden nicht auskomme. Es tut mir furchtbar leid, nicht, dass ich unhöflich sein will, aber ich muss das Zeug ja alles machen. Denn es gibt Berufe wie meinen, da kann man nicht sagen, jetzt werde ich mal 2 Stunden zeichnen. Es kann angehen, dass man in 2 Stunden überhaupt nichts macht und das alles in den Papierkorb gibt. Denn ich bin der beste Kunde meines Papierkorbs, weil ich nie zufrieden bin. Und darum, wenn ich nach der Uhr gucken sollte, werde ich hysterisch. Ich bin schon sowieso leicht hysterisch, aber dann wird es ganz schlimm. Karl Lagerfeld ist neben allem anderen auch Filmregisseur. Hier inszeniert er Geraldine Chaplin als Coco Chanel. Er will zeigen, wie er seine große Vorgängerin sieht. Humor und Respektlosigkeit sind für Lagerfeld die Ingredienzien, um eine Legende überleben zu lassen. Wenn wir heute von Chanel sprechen, dann waren das diese ersten Bilder der Goldketten, die Ines de la Fressange als Gürtel trug. Und das dann ja über viele Jahre hinweg, wenn ich mich recht erinnere, fast die ganzen 80er Jahre. Das war dieses neue Chanel-Bild, also nicht mehr das Verstaubte, was man kannte, so bevor Karl es übernommen hat, sondern dieses neue und auch so positive Frauenbild. Und Dann davor aber ja schon bei Chloé und dann mit Karl Lagerfeld. Wie ich das angefangen habe, hat jeder zu mir gesagt, gehen Sie nicht ran, das ist unmöglich, das ist vorbei. Heute sind alle wieder dabei, alte Firmen wieder aus. Aber damals niemand. Der Besitzer hat zu mir gesagt, ich habe das Ding gekriegt, so wie es ist, gefällt es mir nicht. Das ist nicht sehr flattierend. Machen Sie, was Sie wollen. Wenn es klappt, okay, es klappt nicht, verkaufe ich. Aber es hat so toll geklappt, dass es... Das ist ja einer der reichsten Männer der Welt geworden. Umso besser, das ist mir egal. Ich bin kein Geldmensch. Nur für mich ist Geld etwas, was aus dem Fenster geworfen wird, um durch die Tür wieder reinzukommen. Und Geld macht schon gar nicht glücklich. Nach dem Tod seines Freundes Jacques nimmt Lagerfeld stark an Gewicht zu und stürzt sich noch tiefer in die Arbeit. Er ist jetzt auf allen Kontinenten präsent. Ein Imperium für sich, geführt in 3 Sprachen. Wo auch immer auf der Welt, Kaiser Karl wird von den Reichen und Schönen hofiert. Oui,
Am liebsten erledigt er drei Dinge in drei Sprachen gleichzeitig. Während er mit Fendi in Rom telefoniert, sucht er Models für die nächste Show aus. Und er bekennt auf Französisch, zufrieden oder etwa glücklich bin ich nie. Ich habe keinerlei Persönlichkeit, ich habe drei. Denn das ist ja das Amüsante. Darum kann ich mich auch selbst nicht übersetzen. Wenn ich was in Deutsch schreibe, und man sagt, schreiben Sie mal, schreibe ich was anderes, weil ich mich nicht auf die gleiche Weise ausdrücke, weil das eine andere Mentalität ist. Ich habe drei verschiedene Mentalitäten dafür. Ich selber habe noch nie einen Text von mir übersetzt, weil mir das zu Tode langweilt erstens. Und zweitens würde ich das in der Sprache nicht so sagen. Nicht übersetzbar. Nee, nein. Und nicht ersetzbar. Ha, 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 ha. Seine Selbstdisziplin stellt er immer wieder gern vor neue Herausforderungen. Im Jahr 2000 beschließt er, seine Essgewohnheiten radikal zu verändern. Mit einem Arzt und einem eigenen Koch entwickelt er eine besondere Diät und will in 13 Monaten 40 Kilo abnehmen. Ich war so beschäftigt, dass ich mich weniger dafür interessiert habe, und dann habe ich plötzlich gesagt, Gott, so geht das nicht weiter, das ist nicht gut für Kleidung, du liebst Kleidung und der Doktor sagt, wissen Sie, Sie müssen mal ein bisschen abnehmen, das ist nicht gesund. Das ist eine ganz dumme Geschichte und das hat so gut geklappt. Ne? 40 Kilo, habe ich aber wieder ein paar zugenommen, weil man nachher zu mager wird. Ne? Nachher sieht das aus wie Gevatter tot auf Urlaub. Ne? Was war denn das erste Kleidungsstück, das Sie danach angezogen haben? Das war eine Art Redingot auf schwarzem Razimir von Hedi Slimane von Dior. Extra für mich gemacht. Aber heute kaufe ich nur fertige Sachen, weil ich halte es für sehr gesund, dass man in die Größe reinkommt und nicht irgendwie da dann rumfummeln muss. Wenn es mir nicht passt, ist es nicht für mich. Und meine Disziplin ist Größe 48 bei Dior. Und so schwebt er wie eine Feder über den Laufsteg. Fast wie die mageren Models. Es gibt eine Sache in der Welt, die ich hasse, ist Verantwortung. Ich bin total verantwortungslos. Dann will ich auch keine Firmen haben, wo ich selber der Chef bin im Sinne von, die hängen von mir ab, Material. Ich bin nur, ich komme vorbei, ich sage, mach das, es klappt und damit hat sich das. Freiheit ist eine totale Distanz zur Verantwortung. Ich bin nicht mal für mich selber richtig verantwortlich. Ich habe nie Reunions, Sitzungen und sowas tue ich nicht. Die kommen, plaudern ins Studio und dann, bevor ich was sage, denke ich vorher nach. Aber ich will da nicht stundenlang sitzen und Geschwatz von, wie soll ich sagen, Leuten anhören, die versuchen, ihr Gehalt zu rechtfertigen. Das langweilt mich. Lieber geht er auf Reisen, entwirft ein Hotel in China, zeigt in der arabischen Welt höchstpersönlich Chanel-Kollektionen wie hier in Dubai. Dort will das gut betuchte Publikum sehen und gesehen werden. Bei solchen Gelegenheiten reist immer Karls ganze Entourage mit. Die Näherinnen und Stylisten, mit denen er oft schon 30 Jahre zusammenarbeitet. Und als Perfektionist legt er Backstage immer noch einmal selbst Hand an. Für ihn ist nichts Routine. Der Moment ist alles. Den Applaus, so sagt er, nimmt er nur stellvertretend entgegen. Sicher auch durch seine ganz langen Verbindungen zu seinen Assistenten, zu den Menschen, mit denen er arbeitet. Das ist ja alles fast freundschaftlich, fürsorglich von beiden Seiten. Und ich glaube, er hat die Möglichkeit gehabt und sie ergriffen, sich seine perfekte Arbeitswelt und Lebenswelt zu schaffen. Fotoshooting mit Sébastien Jandot, den er zum Model auserkoren hat. Sébastien ist sein Privatsekretär. Und er ist Karls Leibwächter seit 15 Jahren. Sébastien kennt die Gesetze der Straße.
In der Pariser Banlieue hat er Boxen gelernt. Wenn es darum geht, Karl zu beschützen, kennt er keine Grenzen, sagt Sebastian. J'ai pas de limite. Pour le protéger, en tout cas. Großer Auftrieb in Essen im Folkwang Museum. Lagerfelds Gesamtwerk wird in einer Ausstellung gewürdigt. Auch bei solchen Auftritten weicht Sebastian dem Meister nicht von der Seite. Ebenso wie Caroline Le Bar, seine Pressechefin seit 30 Jahren. Das meiste, was hier zu sehen sei, habe er längst vergessen, sagt Karl. Und mit Kunst habe das alles ohnehin nichts zu tun. Ich bin auch kein serieller Künstler, ich bin überhaupt kein Künstler. Ich mache Dinge, die mir gefallen und damit hat sich das die anderen gefallen oder nicht gefallen. Aber heute diese Obsession der Kunst, da bin ich auch sehr gegen. Ne? Heute wollen sie in der Kunstwelt sein. Ne? Sie wollen ernst genommen werden. Ne? Ich will durchaus nicht ernst genommen werden. Ich will vor allen Dingen nicht den Ausdruck geben, dass ich ein seriöser Mensch bin. Man kann seriös sein, aber das braucht man ja nicht unbedingt zu sehen. Thank you. Er schreibt am Morgen einen Text, um 10 Uhr zeichnet er Mode für eines seiner Modehäuser. Danach arbeiten wir an einem Fotobuch, danach sitzt er im Studio und macht Konzepte für ein großes Fotoshooting. Er macht kommerzielle Werbung für Unternehmen. Er gestaltet Objekte, die umgesetzt werden. Er designt ein Auto, er designt einen Helikopter, er designt einen Konzertflügel. Und das alles mischt sich bei ihm permanent ab und er zieht keine Grenze. Ich denke, dass das, was Karl ausmacht, ist diese Neugier eines Kindes. Ich glaube, die hat er sich bewahrt. Eigentlich mag er Anlässe wie die Ausstellung in Essen überhaupt nicht. So etwas denken sich immer nur die anderen aus. Die Vergangenheit? Nichts für Karl. Ich habe neulich gesehen bei Fendi, die haben mir so ein Mikrofilmding gezeigt, da stand drauf 70.000 Zeichnungen von Karl, die ich in 50 Jahren gemacht habe. Ne? Wissen Sie, was man gemacht hat, ist okay, aber es ist viel amüsanter, das, was man macht. Wenn man anfängt, sich auf dem auszuruhen, was man gemacht hat, dann kann man gleich einpacken. Sie leben eigentlich fürs Morgen. Für heute. Paradise Now. Und das halte ich für auch gesund, sonst kann man solchen Beruf nicht machen. Denn wenn man da sich in Selbstgefälligkeit auf alten Lumpen regelt, dann geht das nicht. Also der Moment ist Ihnen das Wichtigste? Ja, natürlich. Denn wissen Sie, wenn der Moment nicht gut ist und wir immer denken, das wäre besser oder was weiß ich gewesen, dann kann man sich ja gleich umbringen. Denn nur von Erinnerungen zu leben, die sowieso die Sachen verschönert und vielleicht war das mal gar nicht so toll. Alles, was ich gemacht habe in meinem Leben und so, okay, aber ich habe es überhaupt nicht die geringste Eile, all das Zeug nochmal zu erleben. Turn up the lights, young baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights, young baby. You know what I need, want you to see everything, want you to see all of the lights.